Hallo liebe YouTube-Freunde, heute werdet ihr die Prophezeiung von Nostradamus mit den Konstellationen für den Monat November 2020 erfahren. Nostradamus warnt uns mit seiner Aussage: Jetzt bitte keine Auseinandersetzungen. Dieser Monat November ist kein guter Monat, denn Venus und Merkur sind viel zu heftig in Spannungen verwickelt. Und trotzdem werden günstige Tage im November da sein, die wir ausschöpfen dürfen. Denn die astrologischen Konstellationen sehen trotz allem wieder besser aus. Jupiter steht fast den ganzen Monat auf dem Pluto. Das kann, wenn man nicht alles auf einmal will, auch positiv sein. Wir könnten sogar außergewöhnliche Erfolge erzielen, da die Sonne auf bester Weise mit Neptun und positiv mit Pluto und Jupiter verbunden ist. Und das bringt uns eben doch erfolgreiche Tage, vor allem in der Zeit zwischen dem 10. und 15. November. Deshalb sollte man sich für wichtige Vorhaben auf diese Tage konzentrieren. Doch Vorsicht, es könnten Probleme mit Merkur und Venus geben, die sich im November nicht so recht entfalten können und sogar Ärger bringen könnten. Vor allem das Risiko in den ersten Tagen des Monats ist groß, alles viel zu düster zu sehen und wir uns gegenseitig kaum verstehen. Somit ist Vorsicht und Geduld wichtig. Mitte des Monats darf es durch überflüssigen Leichtsinn oder Eifersucht nicht zu überstürzten Handlungen kommen, um Zerwürfnisse zu vermeiden. Erfreulicher werden dann die letzten Novembertage und das lassen sich besonders gute Geschäfte erledigen, weil du besser als sonst geschickter verhandeln kannst und die nötige Geduld aufbringst. Dann wird sich der Erfolg einstellen. Zu beachten wäre, dass Merkur noch bis zum 3. November abends rückläufig ist und Dokumente und wichtige Verträge erst ab dem 4. November wieder unterschrieben werden dürften oder sollten. Hier jetzt die Prophezeiung von Nostradamus in der 2. Zenturie, Vers 96. Gleißendes Feuer sieht man am Abendhimmel bei der Mündung und bei der Quelle der Rhön. Hunger und Schwert. Zu spät kommt die vorgesehene Hilfe. Persien ist dabei, in Mazedonien einzufallen. Aber auch diesen Monat werden wir gut meistern. Auch wenn der November als trostloser Monat gesehen wird, wünsche ich euch einen guten Monat. Alles Liebe, eure Deria.